Okay, Freunde, wir schneiden jetzt auf. Let's go. Okay, wir müssen jetzt schnell zu was wie die schwarze Maske abholen. Nicht das Game Master noch. Mein YouTube-Kanal löscht. Hey, was ist das hier? Oh mein Gott, das Game Master. Stopp, Doktor, nicht so schnell. Mit uns. Du kommst hier nicht durch. Hä, hey, wie? Ich komme hier nicht durch. Ich kann hier durch. Hier ist doch der Türgriff, oder? Das würde ich lieber nicht tun, Doktor. Im anderen Raum sind Laserstrahlen. Wenn du diese berührst, wird dein Haus in die Luft gesprengt. Hey, wie Laserstrahlen und eine Bombe? Wie krank bist du denn bitte? Also, wenn du das wirklich gemacht hast, bist du wirklich krank. Aber warum soll ich überhaupt hier bleiben? Ich soll ihm doch eigentlich die schwarze Maske holen, aber schauen wir mal, ob da wirklich Laserstrahlen sind. Okay, let's go. Und ja, oh mein Gott, da sind wirklich Laserstrahlen da drüben. Was hast du gemacht, Game Master? Aber warum soll ich überhaupt hier bleiben? Bevor du zu Vasli gehst, um die schwarze Game Master Maske abzuholen, habe ich noch eine andere Aufgabe für dich. Schneide Kermit den Frosch auf. Kermit aufschneiden? Wie krank! Game Master, das kann ich doch nicht machen. Kermit aufschneiden? Das gibt's doch nicht, Freunde. Warum verlangt er sowas von uns? Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Ich brauche die Frosch. Eier, die Kermit in seinem Bauch hat. Froscheier? Wow, wie eklig klingt das denn? Ich soll ihn für irgendwelche Froscheier aufschneiden? Ist ja mega eklig. Aber gut, wir haben jetzt keine andere Wahl. Wir kommen hier ja nicht raus. Da sind ja diese Laserstrahlen. Das sieht wirklich viel zu krank aus. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Aber gut, gehen wir direkt mal rüber zu Kermit. Game Master, du bist wirklich ein kranker Mensch, aber... schauen wir mal, was er hier aufgebaut hat. Und wow, da liegt einfach so eine Säge. Es ist krank. Und hier irgendwie noch eine Schere. Und die ist riesig, Freunde. Och nein, damit müssen wir ihn gleich bestimmt aufschneiden. Und hier noch Tape. Okay, wofür ist das? Also ich glaube, dass wir ihn antapen können, oder? Weil hier liegt ja irgendwie nichts, womit wir ihn betäuben können oder so. Nee. Okay, aber dann holen wir jetzt direkt mal Kermit. Wir müssen diesen YouTube-Kanal hier retten. Und Kermit ist eigentlich böse. Deswegen können wir das machen. Und ich meine, er bleibt ja immer noch am Leben, nur weil wir ihm ein paar Froscheier rausholen. Kommt mal mit, da drüben ist er. Aber jetzt, es könnte schon sein, dass er schläft. Okay, hier ist Kermit sein Verlies und ich glaube, er schläft auch gerade, ja. Mein Gott, ja, man hört ihn auch schnarchen. Aber wir brauchen jetzt irgendwas, mit dem wir ihn fesseln können oder so. Ich meine, wenn wir ihn jetzt hochheben, dann wacht er ja bestimmt wieder auf. Okay, gehen wir mal hier rüber. Haben wir irgendeine Decke oder so? Und oh mein Gott, ja, hier ist eine. Okay, dann nehmen wir die, um ihn gleich zu fesseln. Okay, nehmen wir die mal in die Hand. Und gehen jetzt leise hier rüber. Oh mein Gott, wir sperren mal auf. Boah, ich hoffe, dass er uns nicht hört, aber er schläft eigentlich bisher immer noch. Ja, hier schläft er noch, Freunde. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch diese Decke hier über ihn machen. Dann wird er zwar aufwachen, aber wir haben ihn hier drin. Das heißt, er kann sich nicht wehren. Okay, wir machen die Decke über ihn in 3, 2, 1. Wow, du hast aufgewacht, Freunde. Ich muss ihn festhalten. Oh, Freunde, ich hab ihn, ich hab ihn. Das zappelt hier drin mega. Oh mein Gott. Freunde, ist alles gut. Beruhig dich wieder. Schmeiß mich gegen die Wand. Let's go. Ja, Freunde, das ist wer. Nicht mehr. Ich glaube, wir haben ihn ausgenockt. Oh mein Gott, ja. Hier hängt er nur noch. Oh mein Gott. Okay, aber ich weiß nicht, wie lange er so ist. Gehen wir direkt rüber und tapen ihn fest. Let's go. Das muss jetzt schnell gehen. Nicht, dass er wieder aufwacht oder so, weil er ist mega stark. Okay, Säge weg. Und das hier auch. Und hier legen wir ihn hin. Jetzt noch ein bisschen Tape hier. Und damit tapen wir ihn jetzt schnell fest. Oh mein Gott, okay. So sollte es eigentlich fest sein. Jetzt nur noch die anderen Seiten. Okay, hier noch eins. Und dann die Füße am besten. Okay, Nummer 1 und Nummer 2. Das sollte eigentlich relativ gut halten. Ja, da kann er sich auf jeden Fall nicht mehr bewegen oder so. Gut. Das Ding ist, schaut einfach mal seinen Bauch an. Sein Bauch ist so voll. Und der war beim Tragen auch so schwer, Freunde. Ich will nicht wissen, was da alles schon in seinem Bauch ist. Aber gut, das werden wir jetzt herausfinden. Wir schneiden jetzt Kermit auf. Das Ding ist, wo sollen wir schneiden? Sein Bauch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Bauch wird das Beste sein. Oder schreibt mal in die Kommentare, wo wir ihn aufschneiden sollen. Okay, Freunde, wir schneiden ihn jetzt auf. Let's go. Stopp, stopp, stopp. Bevor das Video weitergeht, will ich euch ganz kurz zeigen, wie ihr selber YouTuber werden könnt. Das geht nämlich ganz einfach mit Filmora X. Filmora X ist ein kostenloses Videoschnittprogramm, mit dem du deine Videos oder Fortnite-Clips kinderleicht bearbeiten kannst. Es hat viele coole Funktionen, wie zum Beispiel das Motion-Tracking, mit dem man ganz einfach Bewegungen nachverfolgen und Elemente wie zum Beispiel Schrift oder Sticker diesen Bewegungen folgen lassen kann. Setzt einfach einen Tracking-Punkt auf das Objekt und dann macht Filmora den Rest für euch. Ihr müsst nur noch ein cooles Element auswählen und schon seid ihr fertig. Mehr dazu findet ihr auf dem Filmora YouTube-Kanal. Dort werden jeden Mittwoch und Donnerstag coole Tutorials hochgeladen. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei und abonniert sie.
sie. Das Beste ist aber, Filmora ist komplett kostenlos. Ihr könnt es euch einfach über den ersten Link in meiner Beschreibung downloaden und direkt mit dem Schneiden loslegen. Außerdem gibt es noch Filmora Filmstock und dort könnt ihr euch viele coole Effekte und Sticker herunterladen. Wenn ihr jetzt aber keinen Laptop oder PC habt, ist es auch nicht schlimm. Dafür gibt es nämlich Filmora Go. Damit könnt ihr eure Videos auch von unterwegs auf dem Handy bearbeiten und dann direkt auf Instagram oder YouTube veröffentlichen. Der Link dazu ist jetzt auch in der Beschreibung. Ladet euch das auf jeden Fall herunter. Das war ja mal mega cool. Oh mein Gott, aber jetzt weiter mit dem Video. Okay, ich glaube, wir haben es wieder geschafft. Er bewegt sich wieder nicht mehr. Wow. Das Ding ist, am Bauch können wir ihn dann ja nicht aufschneiden oder so. Da ist er ja gerade aufgewacht. Oh, wow, ist das krass. Ich will das eigentlich Kermit gar nicht antun. Aber wir müssen es machen. Wir müssen diesen YouTube-Kanal retten. Dann kann ich ja danach irgendwie Videos mit Kermit oder so machen. Gebt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben, wenn ihr Videos mit Kermit dem Frosch sehen wollt. Aber gut, versuchen wir es jetzt mal an seinem Rücken. Drehen wir ihn mal ganz kurz um. Okay, machen wir ihn hier mal ganz kurz weg. Ich glaube, er dürfte sich nicht mehr bewegen. So hart, wie ich ihn gerade getroffen habe. Und schneiden ihn jetzt hier hinten am Rücken auf oder so. Ich hole direkt mal die Schere. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit zwei Händen machen kann, aber so. Okay, hier noch einmal durch und so. Jetzt habe ich's. Der ist schon offen. Oh mein Gott, und da ist so ganz viel Watte drin oder was ist das? Aber wie konnte Kermit da leben? Das war doch beim Elf von der Shelf genauso. Das ist einfach viel zu krass, aber holen wir... Was ist das hier? Wow! Hier sind überall solche Bälle runtergefallen. Lass uns hier mal reinschauen. Kommt mal heran, kommt mal heran. Ja, hier sind ganz viele solche Bälle drin. Sind das, was er mit Froscheiern meinte? Und die stinken auch mega. Nehmen wir mal ein paar in die Hand. Die sind mega glibberig. Aber wisst ihr, woran mich die erinnern? An diese Orbis oder so. Da gibt es doch solche Bälle, die wachsen. So sehen die aus, aber so sehen auch Froscheier aus. Also glaube ich zumindest, es müssen eigentlich bei dem Geruch Froscheier sein. Das heißt, wir haben jetzt das, was Game Master wollte, oder? Ich dürfte hier oben noch eine Schüssel haben. Da können wir die reintun, ja. Okay, dann nehmen wir mal Kermit und lernen diese Froscheier hier irgendwie rein oder so. So gut, ich glaube, das sollte Game Master ja reichen, oder? Bei ein paar Eier müssen wir Kermit ja auch lassen, aber wartet mal. Seht ihr das? Da ist nochmal irgendwas drin oder so. Sieht aus wie eine Dose. Wow, was ist das? Oh mein Gott. Machen wir diese Dose direkt mal auf. So, let's go. Und oh mein Gott, was ist hier drin? Wie irgendwelche Steine, oder? Oder sind das die Froscheier? Ich weiß gar nicht, was Game Master damit gemeint hat. Also entweder sind das hier die Froscheier und die, wo hier noch drin sind, die sind ganz glibbrig. Ist wirklich ganz eklig, oder? Oder es sind diese Steinchen hier. Aber das glaube ich eher nicht. Dann müssten es ja eigentlich diese Teile hier sein, oder? Naja, egal. Ich habe gerade nämlich noch was entdeckt. Das ist viel zu krank, was hier drin ist. Fühlen wir direkt nochmal rein. Ugh, zwischen diese Froscheier. Das ist richtig eklig. Hier irgendwo war das und... Wow, was ist das? Oh mein Gott, was ist das hier? Wow, das ist ein Kopf vom Elf von der Shelf. Wie kann das sein, Freunde? Hier ist einfach so ein Kopf vom Elf von der Shelf drin. Wie kann das sein, dass auch... Eigentlich, da kommen auch Froscheier raus. Hä? Das ist ja alles voll mit Froscheiern. Aber naja, was macht da ein Elf von der Shelf drin? Kam wieder eins raus. Es ist, als ob der diese Froscheier irgendwie produzieren würde oder so. Hier drin. Und, oh mein Gott, da ist noch mal eins drin. Ja, hier ist gerade wieder rausgeflogen. Okay, das ist viel zu krank. Stellen wir den hier auch mal hin. Aber schauen wir mal, ob da noch irgendwas drin ist. Ich meine, da waren jetzt schon drei Sachen drin. Froscheier, Elf on a Shell und irgendwelche Steine in so einem Döschen. Aber vielleicht ist das hier auch sein Herz. Freunde, wenn ihr wisst, was es ist, schreibt es mal in die Kommentare. Wir greifen jetzt noch mal rein. Und vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Und das? Ich fühle hier noch irgendwas. Das ist ein Bild, oder? Ja, das ist ein Polaroid. Was ist das? Und da ist irgendwas drauf. Schaut mal hier näher ran. Das ist irgendwie irgendein Kuscheltier. Goofy oder so, oder nicht? Und der hat irgendwas in der Hand. Ist das ein Messer? Oh mein Gott, das ist krank. Aber gut, wir müssen es alles gleich wieder in Kermit reinmachen. Sonst erweckt er vielleicht nicht mehr zum Leben. Außer ein paar Froscheier. Die nehmen wir raus. Die müssen wir ja Game Master bringen. Greifen wir mal nochmal rein. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Zwischen diese glibbrigen Froscheier. Und, oh mein Gott, was ist das hier? Das ist irgendein Säckchen mit irgendeinem Pulver drin. Das ist ja mega komisch. Ja, wirklich, hier ist irgendein Pulver drin. Okay, aber sonst kann ich hier eigentlich nichts mehr fühlen, oder? Nee, der ist komplett leer. Und der wiegt jetzt auch gar nicht mehr so viel. Das war, glaube ich, alles, was in ihm drin ist. Okay, mega krank. Und ich vermute einfach mal, dass das hier die Froscheier sind. Das haben auch die meisten von euch in die Kommentare geschrieben. Okay, aber gut, jetzt müssen wir ihn ja wieder zumachen. Wir tun diese Steine hier wieder in diese Box rein. Oh mein Gott, wir müssen vorsichtig.
vorsichtig sein. So, fertig. Und das hier alles nehmen wir auch wieder und tun das mit hier rein. So, noch den Elf und den Schelfkopf. Und jetzt fehlt nur noch diese Watte hier. Ich glaube, das war alles. So, machen wir es direkt mal wieder drauf. Okay, gut, das sollte passen. Und ich habe hier auch noch so eine Binde. Wartet mal. Die ist hier. Oh mein Gott. Damit können wir ihn jetzt direkt wieder zubinden. So, machen wir das noch schnell. Und so, perfekt, sie ist dran. Jetzt sieht man hinten von seiner Wunde eigentlich fast gar nichts mehr. Die sollte heilen. Das heißt, wir lassen ihn jetzt hier direkt mal sitzen und gehen jetzt direkt zu was wir. Die haben ja diese schwarze Maske, die Game Master auch noch wollte. Und dann treffen wir Game Master höchstpersönlich auch noch am zugefrorenen See. Das hat er uns ja im letzten Video gesagt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt schnell zu was wir. Kommt mit, wir sehen uns dort gleich wieder.